Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in eine Limited Edition von Look Fantastic, die es glaube ich gar nicht mehr gibt. Denn ich habe sie sehr, sehr spät jetzt hier erst bekommen, aber trotzdem möchte ich euch gerne die Travel Edit zeigen, die Reise-Beauty-Edition. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Vielleicht kommt sie ja wieder rein. Die hat 35 € gekostet und halt einen mega krassen Warenwert. Ne? Also du sparst quasi 100 € auf diese Box. Und ich habe den Inhalt schon gesehen, weil online sieht man bei Look Fantastic das halt immer, ne, was drin ist. Und das ist halt eine richtig geile Box. Und wir gucken jetzt einfach mal zusammen rein. Ich hoffe, ich mache euch nicht allzu sehr eine lange Nase. Ihr könnt trotzdem, wenn ihr bei Look Fantastic shoppen geht, mit Claudi Welt immer den maximalen Rabatt bekommen. Auch auf die Limited Edition Boxen, auf die Abo Box, halt generell natürlich auch. Und auch auf alles andere, was dort im Onlineshop zu finden ist. Ah, ich freue mich da jetzt schon drüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wir haben hier erstmal einen Flyer für Chlorane. Da scheint auch was von irgendwas davon mit drin zu sein. Und hier haben wir dann auch nochmal, dass man den Code scannen kann, falls man die Produkte etwas mehr entdecken möchte. Zieht euch das mal rein. Also das sind halt die Produkte, die so perfekt für die Reise sein sollen. Dass wenn man jetzt so unterwegs ist, dass man da halt so richtig eskalieren kann. Ja, ich nehme jetzt erstmal das Produkt, was ganz unten ist. Aber was ich direkt gesehen habe und mich so darüber gefreut habe, die habe ich mir letztens selber nochmal nachgekauft. Die ist so gut. Das ist die 5D Lash Power Mascara von Revolution, Leute. Falls ihr die noch nie ausprobiert haben solltet, die ist nicht teuer, ne? Probiert die aus. Die ist richtig, richtig gut und die macht halt Wawawoom Lashes. Die ist nicht da, um irgendwie zu scherzen. Die will halt wirklich abgehen wie ein Zäpfchen. Ich kann sie euch empfehlen. Eine ganz empfehlenswerte Mascara, die findet ihr halt auch bei Look Fantastic ganz normal im Shop. Und die ist fantastisch, wirklich. Also die habe ich schon mal leer gemacht. Wie gesagt, jetzt nochmal nachgekauft und meine kommt dann ins Full-Face Beauty Boxen auch mit rein. Ne? Dann habe ich hier auch von Bondi Sands Sunny Days Hydrating SPF 50 Moisturizer. Und da sind 10 Gramm drin enthalten. Das wird sehr wahrscheinlich fürs Gesicht sein. Und das finde ich cool. Bondi Sands ist jetzt nicht so eine super teure Marke, aber eine super beliebte Marke. Und wenn ihr halt so richtig eine Sommerbox haben möchtet, hat Look Fantastic auch, glaube ich, noch deren Summer Heroes Limited Edition online. Da müsst ihr mal vorbeischauen. Kann ich euch auch in die Infobox mal reinsetzen. Da könnt ihr halt mit Claudis Welt auch, Claudi Welt auch wirklich drauf sparen. Ja, Look Fantastic hat mir ein S gemobst. Ja, Mensch, ne? Das ist halt auch wirklich für die Reise super mit 10 Gramm, ne? Das könnte ich theoretisch dann auch für euch mal schnell testen, weil man muss ja auch relativ viel Lichtschutzfaktor im Gesicht verwenden. Dann kommen wir zu Youth to the People. Superfood Skin Drip Smooth and Glow Serum mit Kohl und Peptiden und Dandelion Root. Das ist, glaube ich, Gänseblümchen, Dandelion, ne? Niacinamiden und Postbiotics. Da weiß ich nicht, was es ist. Ein Gesichtsserum mit 4 Millilitern haben wir hier drin. Das ist eine wirklich kleine Größe. Aber ich glaube, das liegt daran, dass die Marke halt recht hochpreisig ist, ne? Ja, das ist auch vollkommen in Ordnung. Bei einer LE von 35 € Preis, bei so vielen Produkten, dann auch kleinere Produkte drin zu haben. Und das steht zum einen ja auch schon direkt im Titel, dass es eine Reiseedition ist. Das heißt, dass wir hier auch kleinere Produkte erwarten dürfen. Und zum anderen war es ja auch abgebildet und ist komplett unten immer auch in der Beschreibung aufgeschlüsselt, ne? Welches Produkt ist wie viel wert und was ist so drin. Finde ich super. Hier muss ich sagen, sehe ich das noch nicht so unbedingt als ein Produkt, was ich jetzt so im Sommer verwenden würde. Nee, das ist von Beauty Pro Retinol Under Eye Patch mit Retinol, Vitamin C und Aloe. Ne, lässt du halt 20 Minuten drauf. Das wären tatsächlich Patches, die ich jetzt im Sommer wirklich nur abends verwenden würde. Und nur dann, wenn ich weiß, dass am nächsten Tag vielleicht jetzt nicht so unbedingt 35 Grad sind. Und ich definitiv auch weiß, dass ich am nächsten Tag Lichtschutzfaktor trage. Das nur als kleiner Hinweis. Aber an und für sich sind Retinol-Patches mega geil. Also ich glaube, ich hatte die auch schon mal und fand die echt gut. Das sind nämlich solche, die so ein Vlies oben drauf haben. Das fühle ich hier gerade. Die liebe ich ja, ne? Sowas finde ich richtig klasse. Dann haben wir hier noch so eine ja, sehr hautverträgliche Marke, und zwar CeraVe. Hydrating Cream to Foam Cleanser für normale bis trockene Haut habe ich mit Aminosäuren, 3 essentiellen Ceramiden und Aminosäuren. Das finde ich cool und das soll auch noch Make-up entfernen. 50 Milliliter haben wir hier drin. Das finde ich schön. Ja, ne? Muss ich wirklich, also tatsächlich, also
lobend erwähnen, dass wir das hier mit drin haben, feiere ich sehr. CeraVe ist eine Marke, da hat Nathalie Nordbeauty auch immer sehr von geschwärmt. Und da habe ich auch schon immer mal wieder auch was ausprobiert und so. Super hautverträglich, super mild, super angenehm. Weiter wird es jetzt hier gehen mit einem Lichtschutzfaktor 30. 70% in Organic Cooler Duo Good Illuminating Serum Sunscreen. Sagt mir gar nichts. Interessantes Produkt. 7 ml sind hier drin. Featuring Blue Screen. Hä? Okay, ja, das ist auf jeden Fall hier das Produkt. Ne? Also das ist ein Serum mit Lichtschutzfaktor offensichtlich. Oder es ist ein super leichter Lichtschutzfaktor, den du halt quasi nochmal über alles drüber geben kannst und was dann auch ein Dewy Finish geben wird. Vielleicht ein Primer, Leute. Achso, ich soll immer gucken wegen MADs. Februar 2025 läuft das hier ab. Hier steht nichts drauf. hier steht auch soweit nichts drauf. Hier steht auch soweit nichts drauf. CeraVe steht auch nicht drauf, wenn das ablaufen soll. Und die 5D Lash Powder steht, glaube ich, auch nie in MAD drauf. Ist halt eine Mascara, das sollte man eh nicht länger als, ich sag mal, 2 Monate in regelmäßiger Anwendung haben. Ne? Alles, was irgendwie Mascara, Eyeliner, Wimpernserum und so weiter ist, bin ich sehr, sehr vorsichtig. Aber das nehme ich als Primer mal mit rein. Dann habe ich hier von Tweezerman The Beauty Tool Experts. Achso, Micro Mini Slant Tweezer. Da muss ich meinen Freund mal fragen. Der hatte letztens auch mal wieder, der sucht ständig Pinzetten. Ich weiß nicht, was der immer anstellt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin immer so begeistert davon, wie sehr man die Sachen vor sich selbst verstecken kann. Und ich finde sie dann irgendwie immer irgendwo wieder an Orten, wo sie eigentlich nicht wirklich hingehören. Und dann ist es immer so witzig, weil ich verstehe die Gedankengänge von meinem Freund besser als er selbst. Dass ich dann so frage, was hast du eigentlich so gemacht vorher und so weiter. Und dann finde ich die Schlüssel in der Mikrowelle oder im Kühlschrank und so. Abgefahren ist die klein. Oh mein Gott. Nee, die kann mein Freund nicht haben, weil die wieder safe verlieren. Aber für die Reise ist das ja mal der Wahnsinn. Wie klein kann eine Pinzette sein? Das war ein Reim. Richtig süß. Quality and Precision Beauty Tools for over 40 years. Also ja, definitiv. Tweezerman hat sehr, sehr gute Pinzetten. Ich habe auch von denen noch eine Pinzette. Schön. Dann habe ich hier ein Trockenshampoo drin, glaube ich, ne? Ja. Das ist das von Chlorane Dry Shampoo Volume. 50 ml. Also ich überlege gerade ernsthaft, ob ich das behalte. Aber nicht als Trockenshampoo für mich, weil ich verwende kein Trockenshampoo, sondern ihr habt mich schon vermehrt gebeten, dass ich euch mal zeige, wie ich Dermaplanning mache. Und ich habe jetzt so viel auf diesen ganzen sozialen Medien gesehen, dass die Mädels, oder ja Mädels eigentlich, ne, sich so Trockenshampoo ins Gesicht sprühen. Dann sieht man halt auch so richtig schön, wo die Haare so abgehen. Und es soll auch wirklich super gut für die Haut sein. Gönne ich mir das? Gönne ich euch diesen Spaß? Mal gucken. Jetzt habe ich auf jeden Fall mal ein kleines, ne? Wir schauen mal. Wir schauen mal. Aber ich selber verwende kein Trockenshampoo, ist aber in so einer Box super gut aufgehoben. Denn auf Reisen hast du vielleicht einfach mal irgendwie keine Zeit, keine Dusche oder keine Möglichkeit, wie auch immer, zu duschen, ne? Deine Haare zu waschen. Da freut man sich doch darüber. Ein Trockenshampoo ist praktisch. Leute, die Box ist wirklich gut gefüllt, also voll. Ne? Noch ein Sunscreen haben wir hier drin. Also das ist jetzt der dritte Sunscreen. Zum Ausprobieren ist es nicht verkehrt, aber ich würde sagen, es ist ein bisschen viel. Von Kiehl's Ultralight Daily UV Defense Sunscreen Lichtschutzfaktor 50+, PA+++++, High Protection, war es jetzt 4x plus gesagt? Ich glaube schon. 5 ml, also ja, sowas, ne, da bist du einen Tag, dann hast du es leer eigentlich, ne? Aber für mich persönlich ist es so geil, dass wir hier so viele Lichtschutzfaktoren drin haben, weil ich werde so häufig gefragt, Claudi, kannst du nicht mal auch mal den und den testen? Kannst du nicht mal so ein paar mehr andere Marken als deine Lieblingsmarke Dalton testen? Und ja, kann ich jetzt, weil ich jetzt so kleine habe, weil es ist halt immer schwierig, wenn ich die großen dann aufmache. Aber so habe ich jetzt schon mal 3 Stück, ne? Nicht schlecht, Herr Specht. Das ist auch etwas, was ich jetzt sehr, sehr häufig auch vermisst habe, weil wir das damals sehr häufig in Boxen drin hatten, von Lancaster, der Golden Tan Maximizer. Da sollst du halt, das nimmst du als Aftersun Lotion, hier haben wir 15 ml drin, das reicht für ein Bein vielleicht. Und damit soll man dann bewirken, dass die Bräune länger anhält. Ne? Finde ich aber schön, muss ich sagen. Ja, zum Ausprobieren kann man es auf jeden Fall mal verwenden.
Achso, auch bei Kiehl's. Nee, da stand jetzt auch kein MAD drauf. Das ist auch etwas, was ich als absolutes Sommerprodukt sehe, wenn man zeigt Haut. Und da macht man sich halt diesen Schimmerglimmer drauf von Rituals. The Ritual of Karma Shimmering Body Oil. 30 Milliliter sind hier drin enthalten. Und das kannst du super auf deine Beine geben. Das kannst du auf deine Schlüsselbeine und hier so Dekolleté, Schultern auftragen. Da würde ich euch aber empfehlen, dann auch in dem Moment entweder generell kurze Haare schon zu haben oder sie dann hochzustecken. Weil ansonsten hast du halt das auch in den Haaren und dann könnte es vielleicht blöd aussehen. So, ne? Oder die Haare kleben halt da dran. Ist jetzt nicht so mein Vibe, aber ich finde es bei diesem Rituals Öl ganz schön, weil du hier, das ist halt nicht so, wie soll ich das sagen, bei anderen Schimmerölen haben wir halt wirklich goldenen Schimmer grundsätzlich mit dabei. Aber bei dem von Rituals haben wir irgendwie halt auch so verschiedenfarbene. Also das ist Gold, es ist Champagner. Ich glaube sogar so ganz leicht Silber ist hier mit dabei. Sammy ist wach geworden. Und deswegen ist es ein schönes Sommerprodukt, muss ich sagen. Noch etwas, was ich jetzt aber ein bisschen schwierig finde, um ehrlich zu sein, ist hier ein Blush. Per se schön, dass wir einen Blush drin haben, aber die Farbe, Leute. 4,5 Gramm ist hier von dem Ila Maskra Blush drin enthalten. Der passt mir vielleicht. Aber passt er allen? Ich weiß es nicht. Mein Teint ist fair, ne? Katie ist hier die Farbbezeichnung. Und Katie scheint wirklich eine sehr, sehr helle Lady zu sein. Denn das ist halt wirklich Schweinchenrosa, ne? Also ein sehr kühler Blush. Sehr, sehr kühl. Aber ich finde es schön. Werde ich mal ausprobieren. Werde ich mal ausprobieren. Und Ila Maskra macht zum Beispiel auch super schöne Highlighter. Habe ich einige von, ne? Aber die fühlen sich etwas hochwertiger an als das hier. Also das hier mit diesem Guckfenster finde ich jetzt nicht so schön wie die Highlighter, die die so haben zum Beispiel. Die sind dann ja etwas kompakter. Und ja, so schaut das aus. Wird auf jeden Fall ausprobiert. Dann habe ich hier ein Serum von Grow Gorgeous drin. Ein Root Stimulating Primer. Und ich mag Grow Gorgeous so gerne. 60 Milliliter haben wir hier drin. Das ist eine wirklich tolle Haarmarke, eine gute Haarpflegemarke. Da hat man seine Freude mit. Und wenn man hier einfach dann den Wurzeln hilft, dass die so ein bisschen mehr wachsen wollen, ist doch schön, ne? Beschwere ich mich nicht. 10 Minuten lässt du es entsprechend drauf und danach kannst du es dann abspülen. Das ist auch ein bisschen charmanter. Ich hatte jetzt letztens auch was in der Männerbox drin, wo du es halt 1 bis 2 Stunden vorher reinmachen musst. Das ist dann, ne? 10 Minuten ist irgendwie ein bisschen charmanter, muss ich sagen. Nun, finde ich cool, wird auf jeden Fall mal ausprobiert, weil Grow Gorgeous generell mag ich gerne. Und so ein Root Stimulating Gedönsen, warum nicht, ne? Dann habe ich hier von Grown Alchemist was drin, und zwar ein Age Repair Intensive Moisturizer mit 12 Millilitern. Das ist jetzt auch kein Riesenprodukt, aber Grown Alchemist ist eine sehr teure Marke. Und deswegen haben wir hier echt ein fancy Ding drin, was wir super mit in Urlaub nehmen können und uns dabei halt auch sehr hochwertig fühlen können, weil wir damit eine sehr teure, pricey Skincare haben werden. Ich weiß nicht, warum das so teuer ist. Ich habe von der Marke auch ehrlich gesagt noch nicht so viel getestet. Ein Traubensamenöl ist da mit dabei. Süßmandel haben wir am Start. Dies, das, Ananas. Interessant. Und das soll dann halt so ein Age-Repair-Gedönsen geben. Ah, Phytopeptide. Okay, das ist dann wahrscheinlich das. Die Peptide, ne? Die stärken die Hautbarriere ja auch immer ganz toll. Ach, guck, und hier steht es auf Deutsch. Egal. Nun, habe ich jetzt übersetzt. Und finde ich gut. Also auch wenn es eine kleine Geschichte ist, aber wir haben dann wirklich auch eine gute Routine mit dabei. Ein Serum wäre jetzt vielleicht gleich noch ganz nice, wobei wir haben ja ein Serum, ne? Nö, doch, wir sind hier von der Routine eigentlich ganz gut abgedeckt bislang. Dann haben wir hier noch ein Facial Serum von Glow Hub mit dabei. Richtig cool, mit Glykolsäure und Milchsäure. 30 Milliliter, das ist für mich auch eher ein Produkt, was ich eher Richtung kalte Jahreszeit sehe. Step Serum. Weiß ich nicht, Leute. Glykolsäure, und also das ist wie so ein PHA im Prinzip, ne? PHA oder AHA? Also ich werde es mir aufbewahren und dann im Winter verwenden oder im Herbst-Winter halt, ne? Dass ich euch dann da auch was zu sagen kann. Glow Hub ist eine super gehypte Marke. Es fühlt sich super hochwertig an mit diesem Milchglas, ne? Aber im Hochsommer, Leute, the Glow Giver. Ja, natürlich gibt ihr das Glow. Ja, das ist halt ein chemisches Peeling, Leute. Das bin ich vorsichtig mit. Das möchte ich aber jetzt nicht im Hochsommer verwenden. Bin ich ehrlich? Auch nicht auf Reisen, ne? Also hier steht bei Glow Hub auch immer ganz viel in der Verpackung drin. Die kann man sich dann aufmachen. Dann ist hier auch nochmal die Inki-Liste aufgedröselt. Glykolsäure, Milchsäure, Aloe Vera, ne? Ist alles schön und gut. Aber wie gesagt, ich persönlich möchte es
hier steht es nämlich auch, use SPF the following AM und du sollst es halt abends nur verwenden. Ja, das ist halt, ne, seid vorsichtig damit. Wenn ihr eine robuste Haut habt, go for it, macht was ihr möchtet, generell mit eurer Haut. Meine Empfehlungen gehen halt an die Leute raus, die halt meiner Skincare-Routine vielleicht auch ein Stück weit Folge leisten und ja, auch ein bisschen auf sensible Hautprobleme achten möchten. Und da muss man hier halt einfach vorsichtig mit sein. Bin ich ehrlich, da bin ich jetzt einfach vorsichtig. Dann habe ich hier noch was mit dabei von Y. Hier habe ich den Body Cleaner Cleanser mit Melrose Place. Ist die riecht sehr, sehr schön blumig. Ja, 30 Milliliter, die Duftbezeichnung, ne? Das ist einmal dieser hier. Wirklich eine schöne Reisegröße. Das kannst du gut mitnehmen. So eine teure Geschichte hier nochmal als Abschluss. Hallöchen, Popöchen. Also, ne? Zwei Produkte, wo ich sage, die sind nicht unbedingt für so Sommerreise gedacht. Cool finde ich, dass wir relativ viel Lichtschutzfaktor mit dabei haben. Dekorative Kosmetik. Also dieser Mix ist halt auch einfach wieder eine Sache. Ich mag so gerne, wie Look Fantastic die Limited Editions halt macht, weil ich habe das Gefühl, dass da jemand sitzt, der diese Boxen auch zusammenstellt und konzipiert, der halt auch sehr kundenorientiert denkt und nicht sagt, so, das müssen wir alles raushauen oder was können wir günstig reinpacken, sondern worüber freuen sich die Leute, die sich diese Limited Edition kaufen? Und das merkt man einfach, oder? Also das ist, finde ich, einfach nicht so eine 0815-Geschichte, sondern du hast hier eine gut durchdachte Box, wo du von Kopf bis Fuß Freude bekommst. Du hast hier, ja, vielleicht einen zu hellen Blush drin, ja, vielleicht auch zwei Produkte, die nicht für die Jahreszeit geeignet sind. Die bewahrt man dann einfach auf, ist ja kein Problem. Aber an und für sich ist die Konstellation hier echt schön gemacht, oder? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, da können wir uns super gerne austauschen. Sollte die Box noch verfügbar sein, setze ich euch die natürlich auch in die Infobox rein. Vielleicht kommen die ja nochmal in irgendeiner Art und Weise zurück, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wir schauen mal. Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.